Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich hoffe, ihr habt gestern gut überstanden, denn gestern war echt heftig, Mann. Checkt das Video von gestern ab, überall nur Regis, das Event mit dem Ticket, überall Regi-Rates. Im Grunde genommen kann man es eigentlich ein Regi-Rating nennen. Mehr dazu im Video von heute Morgen, heute Mittag, von vorhin, denn da habe ich noch ein Video gemacht. Meine Meinung, Real Talk über das Ticket kann ich empfehlen, das Event an sich, all dies, das, so meine Gedanken, meine Kritik, aber auch meine positiven Punkte, mein Lob, aber hauptsächlich Kritik, ihr kennt mich. Auf jeden Fall war das gestern und gestern hat der Tag eigentlich ziemlich schlecht angefangen. Ich wollte eigentlich zwei Videos raushauen. Gestern kam ein Video am Abend und zwar das vom Event, das zählt nicht. Hatte zwei Videos geplant, so das Video vom Freitag, von den Sachen, die ich Freitag gemacht hatte. Und leider hatte ich, das ist mir echt einmal davor passiert, ich habe die Sachen vom Screen Recorder nicht mehr gehabt. Habe ich leider verloren. Und dadurch war dann das ganze Video nutzlos. Ich hatte es sogar schon bereit und die ganzen Sachen vom Screen Recorder auch. Das Problem ist, wenn die weg sind, dann ist es im Schnittprogramm so eine rote Datei, wo steht fehlende Datei. Und ja, ohne die macht das Video natürlich wenig Sinn. Nichtsdestotrotz will ich euch das nochmal kurz erzählen, weil es schon cool und wichtig ist. Und dann war das ganze Event eigentlich, nicht das ganze Event, das ganze Video, ein Fazit vom Event, vom Halloween-Event. Und darüber würde ich auch noch gerne mit euch reden, meine Ausbeute, mein Fazit. Viele fragen mich, hey Jung, wie lief dein Event so? Und natürlich könnt ihr unten in den Kommentaren schreiben, wie euer Halloween-Event so lief. Welche Shinies habt ihr bekommen? Welche Geister? Welche Kostüme? Shinies? Habt ihr gute Lichtel und sowas bekommen? Makabaja? All dies, das unten in den Kommentaren. Auf jeden Fall war es so, dass ich in dem Video, also am Freitag, unterwegs war und ein paar Goldbit gejagt habe. Überraschenderweise waren Freitag echt eine Menge am Start, passend zum Video und zum Thema des Videos. Da dachte ich mir, okay, perfekt, passt, also gehe ich mal auf die Jagd nach denen. Denn es gibt einen neuen Trick, wie man immer fabelhaft treffen kann. Klappt aber nur, wenn ihr auch immer fabelhaft trifft, denn das ist nur so eine Art Absicherungstrick. Selber werfen und treffen müsst ihr immer noch fabelhaft. Ihr werft fabelhaft, dann habt ihr einen, okay, safe. Und dann ist der Trick, dass ihr euer Internet ausschaltet. Ihr klickt auf ein Pokémon oder holt einen Crash-Shuffle ab. Ganz einfach, ganz normal. Und dann, wenn es kommt, wenn es da ist, schaltet ihr das Internet aus, okay? Dann werft ihr den Ball und entweder trefft ihr fabelhaft, dann schaltet ihr das Internet wieder an. Dann müsst ihr kurz warten, dass das Spiel wieder Internet hat und so und dann wird es im Nachhinein registriert, dass ihr fabelhaft getroffen habt. Krass, gell? Pokémon bewegt sich ganz normal, hüpft, springt, dies, das, also könnt ihr Funkick und sowas machen. Und falls ihr daneben werft, dann könnt ihr einfach das Spiel ausmachen, Internet wieder an und Spiel wieder anmachen und es hat nicht gezählt. Das ist so eine Art Absicherung, damit man dann eigentlich immer garantiert die drei fabelhaften Würfe schafft. Dann macht ihr das halt immer und immer wieder, bis ihr zwei habt. Dann geht ihr raus und macht den dritten und dann wieder die Absicherung mit dem Internet aus. Werft halt so lange, bis ihr trefft, fabelhaft. Falls ihr nicht trefft, Spiel aus, Spiel an und dann seid ihr sozusagen immer abgesichert. Ist schon ein kleiner Cheat, weil da muss man nicht dreimal hintereinander, das ist dann sozusagen einfach dreimal fabelhaft werfen und das ist natürlich bei weitem leichter. Ansonsten könnt ihr einfach wie immer zu einem Raid Boss gehen oder so und dann dreimal fabelhaft werfen und treffen. Aber das war auf jeden Fall sehr nützlich und hat mir auch auf der Goldbit-Jagd geholfen und das war das Video vom Freitag für gestern. Wie gesagt, da hatte ich die Dateien verloren, habe in der Früh noch versucht, die irgendwie zurückzubekommen, aber hat nicht funktioniert und dann war ich frustriert und leidend und hat auch ein bisschen Zeit verloren und konnte dann das Regi-Info-Video nicht mehr raushauen. Also haben gestern zwei Videos gefehlt. Also auf jeden Fall schon mal ein schlechter Start, aber der Tag war trotzdem okay. Wie gesagt, checkt das Video ab. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt natürlich ein Like, ein Abo, einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Vielen Dank. Auf jeden Fall habe ich in dem Video dann auch noch das Fazit von meiner Ausbeute, von meiner Halloween-Ausbeute gezeigt. Und die schauen wir uns auch nochmal kurz an, weil wie gesagt viele danach gefragt haben. Shiny-technisch habe ich alle Kostüm-Pokémon aus den Raids. Ich habe Shiggy, Glumanda und Bisasam. Zwar nicht alle auf dem Main-Account, aber irgendwann kann ich mir alle rübertauschen. Pikachu habe ich leider nicht bekommen. Real Talk, das ist eigentlich voll dumm von mir. Ich sammle gar keine Kostüm-Shinies. Oder allgemein Kostüm-Varianten. Mir reicht eins von jeder Sorte. Und um ehrlich zu sein, ich habe es echt total verplant. Irgendwie war jeder gehypt auf die Kostüme in Shiny und dann habe ich auch welche gemacht. Dann habe ich direkt Shiny Shiggy bekommen. Das war erster oder zweiter Tag. Und dann am zweiten oder dritten Tag habe ich bereits Bisasam bekommen. Und irgendwann nach Tag 5 oder so, als ich noch keinen Pikachu hatte, ist mir eingefallen, ja, eigentlich ist es egal, weil ich sammle eh keine Kostüme oder Kostüm-Shinies und so weiter.
Problem ist, ich hatte dann schon Bisa Sam und Shigi. Da dachte ich mir, ja, okay, wenn ich schon 2 von 3 habe, kann ich eigentlich auch weitermachen, bis ich den dritten habe. Und dann, ja, jetzt habe ich sozusagen alle 3. Aber sammle die eigentlich gar nicht. Okay, passiert. Normale Shinies aber habe ich bekommen. Was mich interessiert, wie heißt der? Irgendwas mit Z oder Zwielicht, genau. Zwielicht, den hatte ich nämlich noch gar nicht. Und den gibt es halt eigentlich schon seit Halloween 2017. Und jetzt habe ich ihn endlich nach 3 Halloween endlich mal. Drifblon habe ich leider nicht bekommen. Der hätte mir noch gefehlt. Nebulak habe ich geklickert. Hatte ich aber schon. Und Gengar, gab es ja Gengar Raid Day. Sonst habe ich einen Hunduster bekommen. Einen Sneevil, Griffel. Also nicht unbedingt Halloween Sachen. Wobei, Sneevil und Hunduster. Aber hatte ich auch alles schon. Wie gesagt, nur Zwillig war neu. Und ja, ist okay gewesen. Man hätte auf jeden Fall mehr haben können. Die Frage ist halt, will man von allem mehr? Also an sich hätte ich nur gerne Trifflon gehabt. Den habe ich aber leider nicht bekommen. Habt ihr hoffentlich das Video gesehen. Ich habe einen Makaba Jam bekommen, das 100er. Und dann am Freitag sogar noch, am letzten Tag, ein Makaba Jam aus der Quest 100. Sprich den, den ich mir davor gefangen habe. Nutzlos leider. Denn der aus der Quest ist höher gewesen. 420. Ja. Das nimmt auf jeden Fall so, das war eigentlich das Highlight, so das 100er Makabaja und dann so am letzten Tag, ja, hier noch aus der Quest. Das nimmt das Highlight, schwächt das Highlight eigentlich sozusagen. Ja, von den anderen Sachen, zum Beispiel Lichtl und Golbit. Golbit, wie gesagt, ich war am Freitag, am letzten Tag auf der Jagd mit der fabelhaft Werfen-Quest und hat ganz gut funktioniert. Ich habe am letzten Tag 20 oder so gemacht, was an sich schon viel wäre und ich wünschte, ich hätte jeden Tag so viel gemacht. Wir schauen gleich nochmal, wie viel ich gemacht habe. Aber ich habe da leider keinen guten bekommen. Vielleicht können wir noch hier und da tauschen und dann kriegen wir vielleicht einen guten Lucky. Aber Lichtlausbeute, mein Bestes ist 98 Unlucky, Attack 14. Werde ich aber wahrscheinlich trotzdem entwickeln und maxen irgendwann. Weil, der ist krass. Sowohl als Feuer als auch als Geistangriffer. Und 96 Lucky, Attack 15. Das sind so die Highlights. Ich habe noch ein paar zum Vertauschen. Also um genau zu sein, 20 zum Vertauschen. Und Golbit können wir auch uns noch schnell anschauen. Da habe ich 44 gemacht und mein Bester, ne, 43, weil Golbit ist noch da. 43 gemacht und 505 ist mein Bester, was 93 glaube ich ist. Ja. Das war so die Ausbeute vom Halloween-Event. War okay, hätte besser sein können. Vor allem lichtmäßig waren andere Leute natürlich viel, viel krasser unterwegs, vor allem Städte, wo die Map perfekt funktioniert und die haben da natürlich saftige 3, 4, 5, 6, 100er sich geschnappt und dadurch natürlich auch bonbon-technisch und tauschmaterial-technisch viel mehr gehabt, die sie dann tauschen konnten für ein paar 100er Luckys. Also da, das ist auf jeden Fall schon schade gewesen, dass wir da kein gutes, krasses Lichtl bekommen haben. Andere Sachen ist jetzt egal, Golbit, wie gesagt, hätte ich gerne mehr gemacht, aber questtechnisch war ich jetzt nicht so stark unterwegs. Allgemein, Halloween Event hatte ja echt eine Menge zu bieten und am Anfang sogar echt überfordert mit den ganzen Sachen. Eine Sache, die ich sehr, sehr traurig finde, oder fand, oder immer noch finde, die Krypto-Sachen. Team Rocket, neue Krypto-Sachen, die waren so selten, die sind immer noch so selten. Wo sind die, Alter? Wo sind die, Mann? Lapras ersten Tag 2 gesehen, danach nie wieder. Seitdem, seit 2 Wochen nie wieder ein Lapras gesehen. Ein Knackleon, 2 Knackleon gesehen. Problem, einmal habe ich den nur bekommen. Das zweite Mal habe ich das zweite Pokémon bekommen. Ich glaube, das war Lavita oder so. Was okay ist, aber ich hätte gerne Knackleon gehabt. Und Magma genauso. Also Magma schon häufiger als die anderen, aber immer noch nicht wirklich häufig. Und das Problem ist, 50% der Fälle kriege ich immer ein Hundemon, also das zweite Pokémon. Magma Nummer 1, ich freue mich. Hundemon Nummer 2, besiege alle und dann kriege ich Hundemon. Toll. Und demnächst sollen dann noch mehr kommen und ja, dann frage ich mich, wie soll ich die ganzen Sachen bekommen, die ich überhaupt haben will, wenn so viele im Spiel sind und so viel Auswahl da ist und man kriegt nie das, was man haben will und meistens ist es eh nur Zubat oder Radfratz. Ah, das ist ein Problem für ein anderes Video. Halloween Event war okay, war solide. Ich kann mich nicht beschweren. Ein bisschen was Neues auf jeden Fall. Auf jeden Fall immer besser als gar nichts. Ich nehme, wie ihr wisst, einfach mit, was geht und freue mich über alles, was ich bekomme. Das war noch so ein kurzes, schnelles Schlusswort zum Halloween-Event. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare eure Meinung, eure Ausbeute und euer Fazit zum Event. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mal schauen, was das nächste Event wird. Ich bin gespannt, wahrscheinlich irgendwas mit Team Rocket jetzt. Und den Team Rocket-Bossen, weil das wird ja krass geteasert und geworben. Mal schauen. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren.
Check die Anamis ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.